Weil inzwischen das beim Alleluja haben wir auch ein Wort Gottes gehört, aus dem Thessalonischer Brief, da sagt Paulus, nehmt das Wort Gottes an, nicht als Menschenwort, sondern was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes. Und eben dieses Wort Gottes, das wir jetzt gehört haben, über Ehe, Frauen wegschicken und so weiter, ist ein Wort, das es wirklich in sich hat. Dieses Wort legt etwas offen, legt den Finger in eine große Wunde und in große Wunden, die es viel zu häufig in unserer, nicht nur Gesellschaft, sondern auch in unserer Kirche gibt. Darf man eine Frau, seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Das ist die Anfangsfrage. Heute würde man dazu fügen, nach heutigen Möglichkeiten, und sagen wir mal in Anführungszeichen recht, darf auch eine Frau ihren Mann aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen, denn beides geschieht ja, wir wissen es. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus kommt auf den Punkt und bringt alles auf den Punkt. Und er bringt alles auf die Ordnung Gottes hin. Und die Ordnung Gottes haben wir Menschen vergessen. Und in vielen Bereichen, auch in der Ehe, aber auch in anderen Bereichen, da leben wir nicht mehr unbedingt nach der Ordnung Gottes. Manchmal haben wir dann noch Kontakt mit der Kirche. So zum Beispiel Taufe, werden aber auch immer weniger. Dann Erstkommunion, werden auch viel weniger. Trauungen, sehr, sehr wenige. Sehr wenige. Dieses Jahr habe ich zwei. Letztes Jahr keine. Vielleicht ja auch Pandemie bedingt. Aber sehr wenige, auch ohne Pandemie. Liebe Brüder und Schwestern, diese Touch-and-Go-Religion, sage ich mal, so landen und wieder durchstarten, so ein bisschen landen beim Herrn, ja, man muss etwas tun, Taufe, man muss etwas, Erstkommunion, Hochzeit, man muss etwas tun, man will auch etwas Schönes tun. Aber leben wir wirklich konsequent in der Ordnung Gottes? Leben wir im Gebet auch vor der ersten Heilkommunion, nach der ersten Heilkommunion, vor der Firmung, nach der Firmung, vor der Ehe, nach der Ehe, leben wir wirklich mit Gott zusammen? Liebe Brüder und Schwestern, mich nimmt es nicht so sehr wunder, dass vieles in die Brüche geht, weil wir ohne den Schutz und ohne diese Verwurzelung in Gott leben. Und da ist die Wurzel von vielen Problemen, ich werde nicht sagen von allen, aber die Wurzel von vielen Problemen. Schaut mal, was ziehen wir uns alles rein über Internet, über Fernsehen, an neuen Normen, ich sage jetzt moralisch, ethische Normen, wo man sich früher geschämt hätte, wenn die Mutter daneben gesessen hätte oder der Vater oder der Priester, und ich schaue mir so etwas an. Schämen wir uns überhaupt noch? Versteht ihr? Und so wird vieles normal, normal, normal. Eine liebe Frau, die ihren Glauben praktiziert, hat mir kürzlich folgenden Satz gesagt. Sie sagt zu mir, Herr Pfarrer, meine Schwester hat zu mir gesagt, wenn wir nicht verheiratet wären, sie mit ihrem Mann und die andere mit ihrem Mann, dann wären wir beide Heilige. Da hat sie gesagt, ist genau das Gegenteil. Sie werden Heilige, weil sie verheiratet sind. Weil da ein Kampf zu führen ist. Weil sie in Treue versuchen zu leben. Weil sie versuchen, in der Ordnung Gottes zu leben. Und weil sie es schwer haben, vielleicht mit dem Mann oder schwer mit den Kindern, alles Mögliche tun und Grenzen überschreiten. Ich gehe nicht ins Detail. Und sie bleiben dem Herrn treu. Deswegen werden sie eine Heilige. Man stellt sich das immer so vor. Die im Kloster sind, die meinen, ja, in der Ehe ist es schön. Die in der Ehe sind, eine Weile, im Kloster ist es schöner.
Das ist alles so ein bisschen pauschal und verklärt, so ein bisschen legendär. Aber wenn wir im Leben drin stehen und wenn wir mit der Kraft Gottes leben, wirklich mit der Kraft Gottes leben, dann können wir vieles tragen, dann brauchen wir niemand wegschicken. Aber unsere Kräfte sind sehr schnell erschöpft. Manchmal, bei Hochzeitspredigen, bei den wenigen, die ich da noch halten kann, habe ich mal Folgendes gesagt. Für viele ist die Hochzeit so wie ein Märchen. Man heiratet dann den Prinzen oder die Prinzessin und dann hat man drei Wünsche frei. Der Prinz wird geküsst und der Frosch, der wird zu einem schönen Prinzen. Und Rapunzel, die kommt dann auch irgendwie runter und wird befreit und so weiter. Aber wenn die ersten Schwierigkeiten kommen, ja, einmal verzeihen, das geht noch. Zweimal verzeihen geht auch noch. Dreimal auch noch, drei Wünsche frei, und dann ist Schluss. Und dann verwandelt sich der schönste Prinz wieder in einen Frosch und Rapunzel steigt wieder in ihren Turm. So ist es doch. Warum ist es so? Weil wir nur auf unsere rein menschlichen Reserven zurückgreifen und auf die unausgesprochenen Normen, doch sie sind ausgesprochen, in Fernsehen, Internet, in Zeitschriften, auf diese Normen glauben wir. Woher dann unsere Kräfte nehmen? Liebe Brüder und Schwestern, jetzt komme ich zu diesem anderen Thema, Zölibat. Das Zölibat ist ein Geschenk Gottes. Es ist zuerst ein Geschenk Gottes für die, die Gott ruft, die er beruft, dass sie ganz fest mit Gott leben, für ihn und mit ihm leben, in Klarheit und auch in Reinheit. Es ist ein Geschenk. Und ein Geschenk bekommt man, das nimmt man sich nicht. Ich habe mir das Priestertum nicht genommen. Ich habe zu Gott gesagt, ich habe gespürt, es könnte in die Richtung gehen, aber ich hatte noch zwei angezogene Handbremsen. Dann habe ich gespürt, dass Gott mich ruft. Und ich wusste auch, Zölibat, das ist eine große Frage. Ich war nicht blauäugig. Und ich wollte auch Klarheit haben zwischen Gott und mir. Ich wollte ein Zeichen von ihm und nicht von Menschen, die schon vorher gesagt haben, hast du nicht daran gedacht, ins Priesterseminar zu gehen? Diese Sätze waren auch präsent. Es sollte eine Sache zwischen mir und Gott sein. Das Zeichen hat Gott mir sehr schnell gegeben. Und die zweite Frage, Herr, du weißt, ich bin ein Mann. Zölibat ist eine Option, aber Ehe und Kinder, Familie ist auch eine Option. Dann musst du mich tragen im Zölibat. Liebe Brüder und Schwestern, bis auf den heutigen Tag darf ich sagen mit Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann sagt Paulus an einer anderen Stelle, und ich habe ihm die Treue gehalten. Ich sage es jetzt anders. Er hat mir die Treue gehalten, damit ich ihm die Treue halten kann. Aber liebe Brüder und Schwestern, in unserer Welt ist es so. Man denkt immer doppeldeutig. Schon als ich Jugendlicher war, wurde immer so doppeldeutig geredet. Und alles wurde unterstellt und vermischt und vermengt. Und jedem wurde alles unterstellt. Man hat Verheirateten unterstellt, dass sie noch Affären rechts und links hatten. Den Priestern hat man dieses und jenes auch unterstellt. Sexualität wurde auf einmal das wichtigste, das allerwichtigste Thema. Jemand hat zu mir gesagt, aus meiner nächsten Familie, du weißt überhaupt nicht, was du verpasst. Da würde ich fast denken, hier, was Petrus sagt, dann ist es doch besser, nicht zu heiraten. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß, dass ich nichts verpasst habe. Aber wie viele verpassen ihre Ehe? Und wie viele meinen, sie müssen noch nach rechts und links? Und weil sie meinen, das ist das Wichtigste, meinen sie, dass Gottgeweihte, Ordensfrauen, Ordensbrüder, Priester nicht
zölibatär enthaltsam leben können, weil sie es selbst nicht können oder weil unsere Mentalität auf einmal nur so denkt, so schmutzig denkt. Jeder wird einmal selbst dafür Rechenschaft ablegen, was er über Ehepaare, über Priester, Ordensleute gesagt und gedacht hat. Wenn es Missbrauch gab, wenn es Priester oder Ordensleute gab, die Affären hatten, dann ist das eine sehr schwere Sünde. Deswegen, alle anderen in denselben Topf zu werfen, ist das richtig? Schau, wenn wir das tun, das ist so zu vergleichen, als ob wir auf einem Baum sitzen. Wir haben eine Säge in der Hand. Wir können jetzt nah am Stamm absägen oder auf der anderen Seite ein bisschen absägen, dann fallen ein paar Blätter runter. Wenn wir gottgeweihte Personen so absägen, Brüder und Schwestern, wir sägen uns ein sichtbares, greifbares Zeichen des Himmelreiches ab. Denn Priester, Ordensleute haben sich wegen dem Reich Gottes so entschieden, sich rufen lassen. Und durch solche Menschen zeigt Gott, dass man ein erfülltes Leben auch ohne Ehe leben kann, ohne zu sagen, die Ehe ist nicht so gut. Beides darf man nicht vergleichen. Beides hat Kraft, hat Schönheit. Beides muss Berufung sein. Muss Berufung sein. Habt ihr gehört? Ehe und Priestertum ist Berufung. Liebe Brüder und Schwestern und Priester, Ordensleute, die sich vom Herrn führen und erfüllen lassen, sich beschenken lassen, für wen sind sie da? Für sich selbst? Sie sind da für die, die von Geburt aus nicht heiraten konnten. Sie sind da für die, die von Menschen zerstört wurden, verstümmelt, heißt es, sie zu Eunuchen gemacht haben, nicht nur sexuell zu Eunuchen, anders auch. Für sie sind sie da, für die Ärmsten. Ein sichtbares, greifbares Zeichen für die, die in ihrem Geist verstümmelt und zerstört worden sind von dieser, eben dieser Gesellschaft, dieser neuen falschen Moral ohne Ethos. Für sie sind sie da. Niemand ahnt, was wir alles in Beicht- und Seelsorgegespräche hören. Kürzlich hat eine Person zu mir gesagt, wie schaffen Sie das? Wie können Sie mit all dem umgehen? Ich habe gesagt, es ist ganz einfach. Ich schlafe jeden Abend gut ein. Warum? Mit der Priesterweihe sind Gnaden verbunden. Auch die Gnade, das Schlimmste, das Schrecklichste, Unmenschlichste zu hören und es nicht bei sich selbst zu halten, sondern es an Gott weiterzugeben. Liebe Brüder und Schwestern, wollen wir uns diese lebendige Zeichen durch doppelbödiges und falsches, verdrehtes, perverses Denken selber absägen? Zumindest in der Kirche darf es nicht so sein. Hat nicht gehört, zumindest in der Kirche, wir Christen dürfen das nicht. Das ist schwere Sünde. Schwere Sünde. Wir meinen immer schwere Sünde, ich habe gestohlen, jemand getötet, das ist Luxemburger Sündenkatalog, ich bin fremdgegangen. Jemand verleumden, das schwerste Sünde ist auch töten. Ich erinnere mich dabei, das Wort Jesu, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, der ist für die Gehenna, für die Hölle. Ich darf einfach jetzt schließen und euch um das Gebet für uns, Gottgeweihte, zu beten. Und wir Gottgeweihte, wir beten für euch, die ihr verheiratet seid, mit Schwierigkeiten und ohne Schwierigkeiten. Wir beten für euch, die ihr nie heiraten konntet oder durftet oder wie auch immer oder deren Ehe in die Brüche gegangen sind. Wir verurteilen euch nicht. Wir beten für euch. Betet ihr für uns. Und manche haben sich selbst
dazu gemacht, um des Himmelreiches willen, wer das erfassen kann, der erfasse es. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.